Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Cardaclysm. Ja, im letzten Part bin ich natürlich wieder elendig gescheitert, man kann es nicht anders nennen. Ja, ich habe auch meinen Fehler eingesehen, also ich konnte noch nicht auf die Kommentare von euch reagieren. Im Moment ist das Spiel bei mir so wahrscheinlich, was die nächsten, ja, also den letzten und die nächsten ein, zwei Parts noch angeht, wahrscheinlich so eingestuft, dass ich es eher mal so zwischendurch reinschmeiße. Das heißt, es ist immer noch sehr, sehr stark failgefährdet. Aber dann denke ich, werde ich es höher priorisieren. Es macht auch echt Laune, wenn man sich näher mit dem Spiel beschäftigt und wirklich sich mal die Karten anguckt. Was können die so zum Beispiel hier Schaden zurückwerfen oder verleiht jedem Mitspieler oder jedem Verbündeten pro Zug zwei Angriff. Also hier so ein Wasserset zum Beispiel aufbaut. Da kann man sicherlich geile Taktiken bauen. Zum Beispiel hier mit der Blähechse verringert bei Tod den Schaden aller Gegner um 1. Wenn man die natürlich dreimal mitnimmt, haben alle Gegner schon mal 3 weniger Angriff zum Beispiel. Und wenn gleichzeitig der Heimor-Ritter auf dem Feld ist, kriegt er dann immer noch mehr Schaden oder verteilt immer mehr Schaden auf die Gruppe. Wenn man jetzt noch irgendwie was Heilendes hätte, wo man auch noch seine Figuren hochheilt oder so, könnte man da sicherlich ganz gut agieren. Oder dann halt hier über den erlittenen Schaden, den man dann umleitet. Aber egal, wie ich mein Deck spezialisieren möchte zur jetzigen Phase, Erfrierung finde ich irgendwie gar nicht so geil, muss ich sagen. Ist zwar für den Anfang nicht schlecht, dann muss man sagen, auch was es, was es Kontern und so angeht, dass man dann nicht direkt wieder so einen heftigen Hit kassiert, ist das vielleicht schon interessant. Nur Erfrierung 1 oder 2 finde ich jetzt nicht so prickelnd. Wenn das, wie gesagt, höher wird, vielleicht mal besser, keine Ahnung, vielleicht schätze ich es auch völlig falsch ein, das kann gut sein. Gerade mit der Taktik, was ich gerade gesagt habe, ich werfe viele Wasserfiguren aufs Feld, die sich gegenseitig buffen, und wenn die ersten 1-2 Runden dann natürlich mit Erfrierung belegt sind beim Gegner, macht er natürlich auch nochmal weniger Schaden. Wäre natürlich auch so eine Taktik, die man fahren kann. Ich habe ja diesen guten Feuerring, den könnte ich zum Beispiel nutzen. Dafür bräuchte ich aber mehrere Feuerfiguren, was ich eigentlich nicht habe. Ja, im letzten Part habe ich dann den Fehler gemacht. Ja, also es war ein Fehler meinerseits, was ich mir jetzt nochmal so angeguckt habe. Ich hatte, glaube ich, kurz die Möglichkeit, hier giftige Bedrohung auszuspielen und habe es dann nicht gemacht aufgrund Kosten. Das war natürlich Quatsch. Und was auch auffällig war, hier jetzt zum Beispiel giftige Bedrohung hat 7 Angriff und 24 Verteidigung oder Leben. Und dann wäre es so gewesen, wenn ich den aufs Feld gebracht hätte, wegen den giftigen Gärten, wegen dem Umgebungsbuff sozusagen. Und das haben meine Gegner ja auch genutzt. Da wurden immer die Gegner 2 Angriffspunkte stärker und ich habe das nicht genutzt, ich cleverle. Da hätte ich müssen mit allen Giftfiguren spielen, da hätte ich wahrscheinlich den Run locker geschafft. Also muss ich mir mal zum Beispiel so ein Giftset zusammenbauen oder was weiß ich, irgendwas anderes halt. Also die verschiedensten Sachen, die es da noch gibt, ich kenne die noch nicht alle. Hier, Meuchelmeister hätte ich mitnehmen können, die ganzen Meuchler, und dann hätten die da mit Gift ordentlich reingebrezelt. Ja, eventuell, ich glaube, hier kriege ich sogar jedes Mal noch Heilung pro Runde. Also ich brauche einfach noch so 2, 3, 4 ordentliche Runs, wo ich schöne Karten zusammenbekomme, wo ich dann wirklich mal coole Decks mir zusammenbauen kann. Das gefällt mir im Moment noch nicht so ganz, was ich da so machen kann. Ich hole jetzt einfach mal starke Figuren hier mal rein und dann müssen wir mal gucken, wie wir da so klarkommen. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt so klappt. Wen hatte ich noch? Ja, genau, hier unsere. Ich hole jetzt einfach mal so mit die stärksten Karten mit rein, die mir so auffallen. Hier ihn hole ich zweimal mit, dann spiele ich ihn auch mal aus. Auch wenn er super teuer ist, dann gucken wir einfach mal. Mit 24 Leben bleibt er ja auch lange auf den Füßen sozusagen. Hier unser Lähmer holen wir noch mit. Kann bis zu 4-mal lähmen. Echt 4-mal? Wusste ich gar nicht. Krass. Das ist krass. Ja, holen wir ihn noch mit. Das ist jetzt... Ah, und die Feuerechse. Ja, komm, die holen wir auch nochmal 3-mal mit. Ist das jetzt mal so mein neues Deck, wenn man so möchte? Ich gehe mal hier zurück. Ich hoffe, das hat er jetzt gespeichert. Das ist ein bisschen umständlich hier. Genau, Blähechse. So muss man sich das dann merken. Das war jetzt mein erstes Deck. Und hier das Blähechsen-Deck ist jetzt das, was ich da jetzt mir eben zusammengewurschtelt habe. Ja, ist immer so die erste Figur hier unten, die man da einsetzt, die wird dort genannt, ist jetzt so mein Wasser-Gift-Deck, wenn man so will. Wasser-Gift-Feuer-Deck. Aber wie ich schon gesagt habe, mal ein ganzes Gift-Deck zusammenstellen und so weiter,
das könnte dann helfen. Ich hoffe jetzt einfach mal, jo, ich bin sicher, dass ich gehen möchte, dass ich jetzt mal was zusammengefarmt bekomme und vielleicht nicht so krasse Fehler mache. Aber es macht Laune. Aber ja, ich wollte jetzt in der Aufnahmepause jetzt mal noch so ein cooles Deck zusammensetzen. Aber irgendwie fehlen mir da so ein paar Karten. Aber mal gucken, mit ein paar Runs noch, denke ich mal, kann man da sicherlich richtig coole Sachen bauen. Gerade das Wasserdeck, da finde ich ganz gut. Und wenn ich dann zum Beispiel meine Utensilien auch so hätte, wie gesagt, dass die Wasserdecks... Ah, hier haben wir es doch. Alle Wesen mit Gift haben plus 2 Angriff. Jetzt könnte man das echt mal nutzen. Ich gehe jetzt mal hier aufs Deck. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Und jetzt hole ich einfach mal alles drin. Machen wir mal hier, jo, hier hinten, letztes Deck. Und jetzt holen wir einfach mal alles drin, was irgendwie Gift macht. Hier, Tod ist ja generell schon mal nicht schlecht. Das heißt, wenn die umfallen, wird der Gegner noch um 1 geschwächt. Was den Angriff angeht, sie sind nur recht teuer, würde ich sagen. Trotzdem würde ich sagen, holen wir sie jetzt mal wieder 3-mal ins Deck und gucken einfach mal, was passiert. Jetzt holen wir echt alle mal rein, die irgendwie Gift da machen, die sinnvoll sind und Gift machen. Hier regenerieren und Gift. Ich guck mal gerade an, was kann der noch so regenerieren? Dieses Wesen erhält am Ende jedes Zugs 2 Gesundheit zurück. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Vor allem nicht dann, wenn ich ihn jetzt so, wenn die andere Figuren zuerst fallen und der Gegner noch geschwächt wird. Dann könnte das schon interessant sein. Ich mach's jetzt einfach mal so ganz blöde. Mal gucken, ob das klappt, ob man so gut die Umgebung praktisch ausnutzen kann. Und unsere Meuchler haben auch Gift drauf. Natürlich hier die starken Figuren. Ja, holen wir trotzdem jetzt auch mal mit. Auch wenn sie echt super teuer sind. Das muss man halt einfach so sagen. Aber ich hole sie jetzt mal mit. Weil wenn sie jetzt aufs Feld geworfen werden, haben sie 9er bzw. 5er Angriff. So, und was haben wir hier noch Schönes? Ist nicht, also man soll es wahrscheinlich nicht ganz so machen, wie wir das jetzt machen. Aber wir versuchen es jetzt einfach mal. So, den holen wir auch mit rein. Und er hier auch. Ja, da könnte ich noch 3 Figuren. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? War hier hinten noch was mit Gift? Nee, der Anspornner und so weiter. Ausweichen, hat ein super starkes Vieh hier. Fügt allen Gegnern Schaden zu. Ach, ja, wenn ich das Ding da mal spielen könnte. Das wäre geil. Macht er das eigentlich nur dann? Ignoriert den ersten Angriff oder Konter, kann nicht gelähmt werden. Ausweichen. Fügt allen Gegnern Schaden zu. Ich glaube, das fügt allen Gegnern Schaden zu, ist immer generell da. Und ausweichen ist dann noch die Fähigkeit. Noch so ist es ja. Stiehlt 1-1 vom ersten angegriffenen Gegner. Jo, weiß ich nicht. Und kann ausweichen danach. Ja, keine Ahnung. Haben wir noch irgendwas Giftiges? Ich hoffe, das klappt jetzt so, was ich mir da so zusammenreime und vorstelle und mache. 3 Karten hätten wir noch offen. Wen könnten wir da noch gut mit reinbringen? Ich könnte jetzt trotzdem mal noch die Wasserfiguren hier, die könnte man zum Beispiel noch mitnehmen. Ist sicherlich ganz gut. Ja, würde ich sagen, hol mal die noch rein. Und wer hat mir eben noch ganz gut gefallen hier? Der Highmoor-Ritter kann eigentlich auch mit. Solange der auf dem Feld steht, ist das eigentlich schon sinnvoll, würde ich mal sagen. Aber er ist auch teuer, finde ich. Na, ich hole ihn trotzdem mal mit. Und hier so Lähmer vielleicht noch. Genau, die 2 Lähmer hole ich noch mit. Den und, also. Den. Na gut, komm, dann lassen wir es mal so. Ich bin mal gespannt, ob es klappt. So, ist das jetzt auch mein aktives Deck? Hoffe ich doch mal, jo, ne? Alles klar. Gucken wir es uns mal an, ob ich es jetzt besser hinbekomme. Nach dem, was ich da jetzt im letzten Part praktisch gelernt habe oder was ich mir da so als leichtes Lernen mitnehmen konnte. Anscheinend scheint das der richtige Weg zu sein. Hier ist direkt auch schon der Schlüssel. Jetzt machen sie es mal ganz einfach, oder was? Und hier unten geht es direkt schon raus, oder was? Nee. Das nächste Wesen, das du beschwörst, hat 2 mehr Gesundheit. Auch diese Dinge müsste ich eigentlich mal besser einsetzen. Die Gegner im nächsten Kampf haben minus 1 Gesundheit. Jetzt schenken sie mal alles. Das Spiel hat's eingesehen. Also, hier wäre es gar nicht weitergegangen. Okay. Dann hole ich noch ganz kurz hier den Buff mit. Jo. Im nächsten Kampf sind die Gegner geschwächt. Ich gucke trotzdem mal noch ganz kurz hier runter, wie es weitergeht, wie weit das noch andauert.
Ja, mit 70 Seelensteinen, ja, da kann ich gerade mal ein, zwei gute Figuren spielen. Eine meistens sogar nur. Das ist halt ein bisschen blöd. Ich brauche dringend mal, nicht Seelensteine, sorry. Also Seelensteine bräuchte ich auch mal ein, zwei, drei. Am liebsten hätte ich so 12. Das wäre, denke ich, mal ein guter Anlaufpunkt, was die Seelensteine hier angeht. Und die Goldruhen, ja, da brauche ich auch mal so 100 oder sowas. Wäre mal ganz nice. So, wir haben eine Play-Echse auch wieder. Gegner, also wir werden alle schwächer. Der kann ausweichen hier. Ignoriert den ersten Angriff. Okay, hier haben wir Gift dann einmal. Ein ganz normaler Scorpio und ein gepanzerter Ritter. Okay. Jo, ich habe dann auch gesehen, bei zum Beispiel PC-Spielern. Show Enemy. Jo, ist klar. Kennen wir ja schon. Bei PC-Spielern, die können natürlich hier mit der Maus drüber fetzen, können dann die Positionierung wählen und so weiter. Und dann ist es auch ein bisschen einfacher, nicht unten auf Zug beenden zu drücken, wie es vielleicht bei der Xbox jetzt hier ist. Das nur so dazu. Also zweimal Play-Echse finde ich gar nicht mal so schlecht. Auch mit Gift, die richtig reinbrettert. Könnte ich alle ausspielen? Nein. Da haben wir es schon wieder. Aber die drei könnte ich ausspielen. Die haben direkt relativ viel Angriff, weil sie alle Gift haben. Ich würde sagen, so machen wir es. Und der Meuchler holt uns dann auch wieder Punkte zurück. Fangen wir mal so an. Hoffen wir mal, dass das Ganze so klappt. So, hier, Play-Echse. Jetzt seht ihr es, da kommt direkt der Buff raus. Achso, und der Buff, weil ich die erste Figur, die ich ausgespielt habe. Wäre der Meuchler vielleicht sogar schlauer gewesen. Da sind wir wieder an dem Punkt, irgendeinen Blödsinn zu machen. So, na gucken wir mal. Der Meuchler hat jetzt einen 5er Angriff, warum auch immer der jetzt auf dem ist. Ne, machen wir die Play-Echse. Die soll 6er Angriff, kann direkt so unten so einen Skorpion da umkloppen. So, wunderbar. Dann hier würde ich sagen, ja, gehen wir hier auf ihn drauf. Dürfte ihn hier auch umhauen. Achso, und jetzt werden wir alle geschwächt. Oh, dumm, 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 dumm. Aber hier holen wir uns direkt mal. Also der kann ja ausweichen. Oh Gott, ich bin so blöde. Da haben wir es schon wieder. Ach egal. So, komm, lassen wir ihn angreifen. Das dürfte ja eigentlich kein Problem sein. So, Gift können wir hier. So, machen wir es so rum. Ne, Moment. Ich will mir hier Goldrunen zurückholen. So, Gold. Jetzt können wir unten das Scorpio auch ausspielen, der auch wieder Gift drauf hat. Ja, und so müsste man das dann so ein bisschen, sag ich mal, sich mal drauf schaffen, dass das ordentlich läuft. Können die Gegner eigentlich mehrfach vergiftet werden? Weiß ich nicht. Aber ich denke, das ist schon mal eine relativ gute Einsicht, dass wir das jetzt schon mal hinbekommen haben. So, Gift. Hier auch wieder ein Giftling bekommen. Sehr schön. Gar nicht mal so schlecht für eventuell ein Giftdeck zu bauen. Also, jetzt lerne ich auch die Karten mal ein bisschen mehr wertzuschätzen. Und da unten wären Runensteine. Vielleicht mache ich auch tatsächlich mal so eine Off-Camera-Runde. Das ist wahrscheinlich am Anfang noch relativ viel Try and Error, bis man mal ein paar Karten zusammen hat, bis man da wirklich mal was Ordentliches bauen kann. Natürlich könnt ihr mir unterstellen, Mann, du spielst auch Kacke, das kann schon sein. Das ist auch wahrscheinlich so. Nur, es ist auch echt schwer zu kommentieren, vor allem wenn man dann gar keinen Plan von dem Spiel hat. So, hier haben wir extrem Dornen und Gift und so. Also hier, der regeneriert sich und ist generell stark, genau wie er. Die müssen wir vielleicht zuerst loswerden. Dornen, der kontert noch immer. Vielleicht irgendwie über Flächenangriffe oder sowas angreifen. Er kann zweimal angreifen, vielleicht ihn auch direkt ausschalten. Wäre vielleicht auch gut, aber Dornen halt eben, ne? Müssen wir aufpassen. Gucken wir mal. So, Setzling, Free Angriff, ansonsten Gift, sehr viel Gift. So starten wir. Ihn hole ich jetzt direkt mal raus, ist ja eigentlich eine super starke Karte. So, und ist auch, ich spiele ihn zuerst mal aus, falls da jetzt irgendwas kommt von wegen irgendeinem Buff oder sowas. Ja, tatsächlich, irgendeinen Buff habe ich da noch bekommen, was den Angriff angeht. Ja, hat einen 10er Angriff. Wer war das, wo immer kontert? Achso, das Dornen einmal und Gift sieht man ja dann auch die Bilder da. Ja, egal, das dürfte auf jeden Fall gut klappen jetzt. Ja, spiele ich trotzdem ihn aus. Dann nutze ich den Setzling einfach nur dafür aus, um dann den Weg frei zu machen unten für unseren Meuchler. Also gehe ich hier auf ihn.
kriegt den Dornenangriff ab. Okay, und jetzt kann der Meuchler ihn attackieren. Ich merke mir die Zahlen nicht. Bin ich dann völlig irre? Warum denke ich jetzt, sie hat einen 10er Angriff? Ich bin so blöd. Alter Schwede, bin ich blöd. Egal, komm, hol mal den raus. Oh, Mann. Jo, das dürfte trotz allem jetzt klappen. So, 9er Angriff. Gut, hier Dornen. Da oben Gift. Den holen wir direkt mal weg, würde ich sagen. Ganz. Wobei, unten der Pilz war auch nervig. Ja. Pilz ist auch wichtig, kriegen wir mehr Angriff unter. Ich muss da echt mal mehr überlegen. Wenn ich schon so schlecht bin hier noch am Anfang, dann sollte ich vielleicht doch genauer überlegen. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte nicht den Zug beenden. So, hier, unser Big Vieh kann jetzt da irgendwas umkloppen. Kann dann wegen mir da oben den umhauen. Dem geht ja noch eine große Gefahr aus. Konnte der Meuchler nicht nochmal angreifen? War da nicht was? Naja, anscheinend nicht. Aber er hat mir noch ein bisschen Gold gebracht. Wunderbar, jetzt fallen sie irgendwie alle um. Sieg, sehr schön. Ja, ja, man merkt ein bisschen, dass es ein bisschen besser wurde. Auch hier wieder eine Giftfigur, ein ganz normaler Skorpion. Ja, ich würde sagen, es ist ganz in Ordnung. So, hier, der kann ja im Prinzip nichts. Ist das Tanky-Vieh und dann zweimal Dornen. Ja. Wenn diese Wesen Schaden nimmt, erleidet der Angriffer sofort 2 Schaden. Ist halt auch heftig immer, dass man da immer Schaden kassiert. Da muss man schon aufpassen. Oder mit Zaubern irgendwie dagegen agieren. So, Play-Exe. Ja, wie schön wäre das, wenn ich jetzt die Figuren einfach ausspielen könnte. Play-Exe sorgt direkt mal für Schadensreduzierung, wenn sie stirbt. Ansonsten vergiftet sie noch ein bisschen. Hier wieder Gift drauf. Dann hier wieder Gift drauf. Wir kriegen sogar Kohle zurück und hier hätten wir einen Free-Angriff. Wenn ich sie jetzt ausspielen könnte, das ist halt der Punkt jetzt. Ich gehe trotzdem mal so in die Runde. Ja, aber ihn werde ich... Wenn ich die beiden ausspiele, schaffe ich das überhaupt? Wären 69 Punkte. Aber, ja, was sehen wir auch. Und den könnte ich ja noch als Free-Angriff für den Meuchler dann nutzen. Ja, so könnten wir es noch machen. Komm, dann gehe ich mal so in den Kampf. Also, nochmal. Hier Meuchler setze ich mal zuerst, falls es wieder irgendeinen Boni gibt. So, dann hier die Giftbedrohung da. Kann hier hin. Hat dann einen richtig fetten Angriff, richtig nice. Ist eine Feuerfigur, wird deshalb gebufft und, weil ich den guten Ring da trage, plus natürlich nochmal den Giftbuff, sind wir bei einem 10er Angriff, das ist natürlich echt heftig. So, und hier unser Free-Angriff praktisch, unser Kontermann, wie auch immer man ihn nennen will, würde ich sagen, machen wir es so, dass wir erst die Dornentypen da loswerden und die Wuttypen, die dann verstärkt Angriff da rausbrettern können, wobei die echt ungefährlich sind. Ja, egal. Machen wir es jetzt mal so. Dann kann unser Meuchler unten jetzt zuschlagen, kann sich Gold holen. Überlebt das Ganze auch so halbwegs. Und jetzt kann unser Giftfigur, würde hier Dornen 2 abbekommen. Auch das muss ich ja mal einkalkulieren. Jo, hol mal den ganz vom Feld. So, und jetzt könnte ich sogar noch die Blähexe spielen, was wir auch machen. Sollte der da irgendwie den noch killen. Was er ja gerne irgendwann machen kann. Deswegen gehe ich da jetzt mal voll drauf. Ja, kriege ich zwar einen Konter, aber egal. Genau, er ist sogar so freundlich und greift ihn an. Und da haben wir die Reduzierung und Gift auf dem Gegner. Und das war es eigentlich schon, ne? Würde ich doch fast behaupten. Da kann ja nichts mehr schief gehen. Ja klar, der wird noch zum Gargoyle da. Jo, dann holen wir hier so eine Giftfigur raus. Ja, ich merke schon, mit dem Gift und so, wenn man die Umgebung nutzt, das macht schon absolut Sinn. Da ist er jetzt noch vergiftet dazu. Habe ich noch einen Zug? Das ist hier nicht immer gut erkennbar. Ja, mit ihm noch. Wunderschön. Ich bilde mir ein, dass es besser wird. Wieder eine Giftfigur. Ich bin begeistert. Schenkt mir die Giftfiguren. Wer weiß, vielleicht spiele ich irgendwann. Also wie gesagt, Giftdeck macht sowieso wahrscheinlich Sinn. So, Schlüssel haben wir schon. Wir könnten auch raus. Hier hätten wir wieder ein bisschen Währung, die wir bekommen haben. Ich bin ja halbwegs begeistert. Ey, wenn ich das schaffe, trinke ich gleich einen lockeren Kaffee und mache vielleicht noch eine so Zwischenrunde off-Kamera. Und dann hole ich euch wieder mit. Läuft gerade zu geil. Warum auch immer. Naja. So.
Aber generell für Leute, die mir zugucken und sagen, ja, ich komme nicht klar oder sonst was. Also klar, da seid ihr bei mir eh schon falsch, aber angenommen, dazu muss man halt gucken, dass man einfach gute Sachen zusammenbekommt, die irgendwie... Was? Was, meine Naturwesen erhalten alle Gift oder was? Giftstab. Okay. Wir müssen das Ding hier dringend ins Ziel bringen, weil da kann ich alle Figuren... hier mit Gift ausspielen. Richtig krass. Genau bei diesem... Da muss ich eigentlich kaum was umstellen. Da muss ich ein Naturdeck bauen. Kommt dann giftige Gärten. Hole ich mir einfach nur den Stab hier rein. Ich trage jetzt den Stab. Achso, beim ersten Zug erhalten die +1 Gesundheit. Deswegen wurden da manche stärker. Okay, aber da ist der Giftstab wesentlich besser aus meiner Sicht. Und das ist natürlich richtig geil. Ja. Und da hätten die alle Gift und dann könnte man natürlich giftige Gärten hier super geil spielen. Jetzt müssen wir das Ding echt mal zu Ende bringen. Dafür ist es jetzt echt zu wichtig. So, was haben wir hier? Die giftige Bedrohung. Ja, jetzt kommen sie, die zwei Riesenviecher da. Aber trotzdem, wir müssten eigentlich einen Vorteil aus unserem Deck heraus haben. So, hier schon mal eine Schadensverringerung. Aber teuer, sehr, sehr teuer. Setzling behalte ich drin als freier Angriff. Meuchler bin ich auch zufrieden. Oh ey, mach keinen Scheiß, ey. Mach jetzt bitte keinen Scheiß. Den setzen wir mal, den tausche ich mal aus. Zweimal Meuchler. Okay. Aber 5 Steine dann verbraucht. Plus ihn hier noch wären 6. Er kostet gar nichts. Also holen wir ihn zuerst raus. Darf ich ja machen, kein Problem. So, giftige Bedrohung mit relativ viel. Ach du Scheiße, das wird nochmal echt knapp. Das wird sehr, sehr knapp, Leute. Ich krieg die Krise, ne? Ich hol die jetzt so raus. War das richtig? Das angegriffene Wesen erleidet am Ende dieses Zugs ja Schaden. Stiehlt immer, wenn er Schaden zufügt. Also stiehlt er da Gold. Da würde ich fast sagen, ich lass mich angreifen, oder? Macht das Sinn? Also klar, einmal den Free-Angriff hier eventuell nutzen, würde ich sagen. Gehen wir zuerst mal gebündelt auf ihn hier. So, da hole ich mal hier den Free-Angriff. Genau, und hole mir mein ganzes Gold und Kram bei dem halt ab. Dann ist er fast down. Die Play-Exe könnte mir jetzt schon helfen. Komm, die kostet eine. Hey, das da war gar nicht mal so ungefährlich. Also hier nochmal mit meinem alten Deck bin ich mir recht sicher, dass das sehr, sehr, sehr gefährlich geendet hätte. So, und dann beenden wir mal so den Zug. Ich glaube, jetzt dürfte ich das überleben normalerweise. So, Play-Exe gestorben, hat dann den Angriff schon ordentlich reduziert, was schon mal absolut nice ist. Und hier hätten wir jetzt der Heimo-Ritter, der geht sogar mit 2 raus. Hätte ein bisschen Offense. Also gibt Offense in die Gruppe. Giftige Bedrohung hat zu viele Steine, kostet zu viele Steine. Nee, ich würde sagen, ich gehe mit dem raus. So. Dann greifen wir... Moment mal. Greife ich ihn an. Da passiert ja ein 5er Angriff. 5er Angriff ins Nichts sozusagen. Ja, machen wir trotzdem so. Würde ich sagen, hol mal den da unten zuerst mal weg. Es kommt gleich nur noch 8 Damage an. Dann mache ich es natürlich so rum. 8 Damage hält ja nicht aus. Egal, machen wir trotzdem so. Das dürfte reichen. Wir holen uns so wieder Gold rein, dass ich auch eventuell... Ah ne, Figuren könnte ich auch nicht mehr spielen. Jetzt könnte ich nur noch Zauber spielen. Von der Warte her ist es jetzt eh egal. Jo, da geben wir ihm hier noch Schaden. Jo, das war's dann, ne? Ich kann ja keine Figur mehr spielen. Ne, nicht genügend Seelensplitter. Okay. Das ist schon gefährlich. So, 9er Angriff. 6 Verteidigung und tschüss. Jo, da hat man den Buff auch schon schön gesehen. Wunderbar. Und hier auch wieder Gift. Eine Giftfigur. Nice. So, da hinten geht's raus. Da habe ich irgendwas... Achso, Goldsteine, glaube ich, jetzt gefunden und irgendwas. Keine Ahnung, ich habe jetzt gar nicht richtig aufgepasst. Da hinten geht es raus und wir würden endlich mal weiterkommen. 18 Giftfigur, Ansporne.
fügt allen Gegnern Schaden zu. Eine Naturfigur, die dann zum Beispiel auch jetzt mit dem Stab Gift drauf hätte und fügt dann einfach mal allen Gegnern 5 Schaden zu. Das ist heftig, sowas zum Beispiel mit der Mifidore dann zu spielen. Ich glaube, das wäre schon mal relativ nice. Okay, Moment, ich will jetzt nichts da übergehen. Ja, 2 kleinere Giftfiguren da, wenn man so möchte. Das Ding hier müssen wir schnell loswerden, die Pflanze und den Anspornen. Ja, mal gucken. So. Er würde ja ein bisschen was aushalten. Könnte man ihn spielen. Ihn austauschen, oder? So, gucken wir mal. Play-Echse kann 2-mal raus. Ist aber nochmal relativ teuer. Kann nicht so oft raus. Ne, dann machen wir zuerst giftige Bedrohung raus. So, dass wir einfach mal die starke Figur draußen haben, bevor wir jetzt da irgendeinen Fehler machen. Dann kann der Meuchler raus. Play-Echse ist noch zu teuer. Da können wir ja gleich was machen. So, dann würde ich sagen, greift er hier. Er kann ja ein bisschen was wegtanken. Wen kann er gut wegtanken? Irgendwen, den auch tatsächlich... Na, hier würde Gift ausgeführt werden. Er greift alle an. Auch als Konter? Jo, ne? Das wäre ekelhaft. Ne, machen wir zuerst ihn hier weg. Jetzt kriege ich den Konter mit Gift. Ist okay. Ist einkalkuliert. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. So, Blähechse kann 1-mal raus. So, jetzt habe ich natürlich viele... Ach, weiß ich nicht. Ja, die Blähechse kann den Anspornen schon mal weghauen, würde ich sagen. Das ist doch schon mal nice und sieht das doch gut aus, würde ich sagen. Gehen wir mal so in die nächste... Ja, der greift direkt wieder alle an. Das ist schon heftig. Mit dem alle angreifen da. So, der Setzling kann mir wieder einen Free-Angriff machen. Sehr schön. So, dann aber da oben drauf, würde ich sagen. So, jetzt, wie mache ich es am schlauesten? Ne, ist egal, den hauen wir jetzt einfach um, ne? Also passiert ja nichts mehr. Hauen wir da oben um, holen uns so noch ein bisschen Gold rein. Mit 2er Figur dürfte ich noch rausspielen. Ich mache es jetzt nur sicherheitshalber mal, falls ich da irgendwie gerade wieder irgendwie was falsch bedenke oder sowas. Aber kann eigentlich unmöglich sein. So, und jetzt greifen wir hier an. Genau. Ich muss mich einfach mal besser konzentrieren. Und wieder eine Giftfigur. Ich bin begeistert. Ole, ole, ole. So, einen Kampf noch. Das nächste Wesen, das du beschwörst, hat +2 Gesundheit. Merken und Endkampf sozusagen. Wieder gegen... Ja, jetzt sieht man es halt. Also das waren die Fehler, die ich vorher gemacht habe. Hier mit Dornen und Gift und so. Nicht richtig drauf geachtet. Ich glaube, das ist sogar identisch der Kampf, den wir im letzten Part auch hatten, oder? Mit dem Knallkäfer fügt am Schluss noch allen Gegnern da irgendwie Schaden zu. Ja, der hier oder die Giftfiguren hier haben uns Probleme gemacht. Dann gucken wir doch mal, ob es jetzt besser klappt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mal hier ordentlich Gift am Start. Ich könnte einfach nur mit den 2 Riesenviechern hier mal zukloppen. Oder? Soll ich es einfach mal so machen? Wird das ausreichen? Müsst ihr eigentlich, oder? Wenn die immer wieder Konter kassieren. Jo, ich mache das jetzt einfach mal so ganz billig. Machen wir mal so die ganz billige Nummer hier, ob das funktioniert. Müsste eigentlich. Wir dürften ja über die Zeit, die starken Figuren müssten die ja eigentlich erledigen. Die haben 10er Angriff, super viel Leben und so weiter. Das muss ja klappen. Da würde ich sagen, holen wir zuerst mal so Kleinkram hier weg. So, wunderbar. Nee, nee, will ich auch gar nicht machen. Du sollst eigentlich angreifen. So, wen greift man da an? Irgendwen, den man dann auch direkt vergiften, um dann da auch eine gute Runde hinzubekommen. So, dann ist der auch vergiftet. Kriegen zwar den Konter, okay. Ja, und das war's. Jetzt gibt's auch wieder immer wieder den Konter. Jo, eigentlich ganz easy, ne? Behaupte ich jetzt mal so. So, der hat nur noch 8 Leben. Dann machen wir mal den hier. Und der macht den hier. So einfach kann es sein. Es ist nicht so schwer irgendwie. Wahnsinn.
Wenn man gute Karten hat, das ist das, was ich gesagt habe. Jetzt habe ich die Viecher mal zweimal mitgenommen, habe sie auch dann tatsächlich rausgespielt. Und jetzt haben wir hier den Krabbelkäfer, der auch wieder Gift drauf hat. Beute nehmen, Boss kommt und wir haben endlich mal wieder eine halbwegs erfolgreiche Runde. Ich kann es noch gar anfassen. Wahnsinn. Ja. Lauf, sterblicher Lauf. So, und jetzt können wir hier auch wieder eine sinnvolle Figur mitnehmen. Heiltrank, also die Zauber. Ja, man hat jetzt auch in dem Kampf hier gesehen oder in der Runde, dass Zauber auch Sinn machen, weil die Goldrunen halt nicht so schnell ausgehen im Regelfall wie die Seelenrunen oder Seelensplitter. Ja, der nächste Angriff verursacht 9 Schaden. Jo, holen wir den halt mit, ne? Okay, wunderschön. Haben das Ganze gesaved, was wir jetzt hier gefunden haben, die ganzen Giftfiguren und so. Wie gesagt, jetzt könnte ich noch ein stärkeres Giftset sozusagen um- oder aufbauen, wie auch immer. Gucken wir mal, was sie hier meinen. Vielen Dank, Abenteurer. Gefrorener Wächter, Erfrierung 10. Hui. Und kann ausweichen. Das heißt, der erste Schlag von ihm reduziert direkt mal den Angriff des Feindes. Wenn der dann kontert, weicht er noch aus. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn man dann den Ritter da draußen hat, der dann noch über die Runden halt den eigenen Angriff bufft oder sowas. Warum nicht? So, wunderbar. Best abgeschlossen, die Jagd. Oh, 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 gezeichneter Verschlinger will er mal geben. Auch keine schlechte Karte. Hätte jetzt zum Beispiel dann auch noch Gift mit drauf, wenn ich denn so spielen würde, was ich jetzt eben gesagt habe mit diesem Ring, Stab dann, aber ich gebe den natürlich nicht meinen Feuerring hier ab. Das kann er mal schön vergessen. So. Ich suche nach einer mutigen Seele, die mir diesen Gegenstand bringt und dafür kriege ich eine ungewöhnliche Karte. Klar, können wir machen. So, ich glaube, Währung hier haben wir auch ein bisschen was gefunden. Hier auch wieder gefrorener Wächter, den wir irgendwie dann kaufen könnten. Geistgolem, auch eine Naturfigur. Wenn er stirbt, wird ein kleiner Fels mit 1-1 und ausweichend beschworen. Ist halt immer noch so ein Defensiv-Ding halt. Hätte jetzt zum Beispiel auch Gift dann drauf, hätte ausweichend. Also nee, hätte gar nichts drauf zuerst mal. Will ich sowas kaufen? Ne, ich sag mal nein. Mal gucken, was er unten uns anbietet. Der schöne Goblin-Händler. Gib mir einen Knallkäfer, wenn ich ihm die Karten da gebe. Spinnt der? Hat er zu viel gesoffen oder was? Nein. So, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich gut vorbereitet für den nächsten Part. Ich wünsche euch einen schönen Tag und dann machen wir an der Stelle hier weiter. Oder ich mache wirklich noch eine Runde so für mich, keine Ahnung, weiß ich noch nicht genau. Und dann machen wir ungefähr zumindest mal an der Stelle weiter. Wir haben auch den Stab gesaved, was natürlich absolut mega ist. Hier mit Gift finde ich echt mega, dass wir den jetzt haben. Da können wir schon, denke ich mal, eine schöne Taktik machen in den giftigen Gärten. Dann den Stab hier reinnehmen und da können wir richtig Party machen. Sowas in der Art. Macht auf jeden Fall Laune. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.